Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Ja, heute zwar auf einem Abschlag, aber wir werden heute keine Runde spielen, sondern ich möchte heute gerne wieder mal auf eine Zuschauerfrage eingehen, die euch auch hoffentlich dann anschließend ein bisschen bei eurem Spiel hilft. Und zwar geht es um das Shapen. Warum shaped man und wann shaped man und wie shaped man? Ja, das heißt eigentlich nichts anderes, als dem Ball einen Drall mitzubekommen. Einen Shape kennt ihr ja schon, das ist der Backspin. Und der Backspin, den brauchen wir zum Beispiel, wenn wir einen Ball aufs Grün schlagen. Hier müssen wir immer ein bisschen aufpassen, mit welchem Shot-Type wir hier arbeiten. Es gibt welche mit viel Backspin und es gibt welche mit wenig Backspin. Das heißt, wenn wir zum Beispiel mit einem Eisen 9 schlagen oder mit einem Wedge, dann können wir natürlich den Ball mit viel Spin schlagen. Er bekommt auch in der Regel schon allein durch diese Schläger Spin mit. Was wir natürlich zum Beispiel erreichen wollen, wenn die Fahne kurz steckt. Dann versuchen wir hinter den Stock zu schlagen, so 5 Meter eventuell, und versuchen den Ball dann eben dadurch zum Stock zurückrollen zu lassen. Aber natürlich kann es auch passieren, dass wir mit einem Schlag zu viel Backspin bekommen und wenn dann der Schlag etwas zu kurz war, dass er uns dann zum Beispiel wieder vom Grün runterrollt, weil wir ihn nicht zum Halten bekommen haben. Deswegen muss man auch hier mal ein bisschen aufpassen. Also achtet auf euren Shot-Type, ob ihr dann mit viel Spin oder mit wenig Spin, und dann müsst ihr eben die Landeposition auch eben entsprechend anpassen. Viel Spin heißt, die Landeposition etwas weiter hinterm Stock, mit wenig Spin dann eher zum Stock. Ja, das zum Thema Backspin. Jetzt ist es ja so, dass wir natürlich auch einen Side-Spin generieren können. Und die klassischen Side-Spins sind der Draw und der Fade. Das sind sozusagen gewollte Side-Spins, die wir auch benutzen wollen, eben auf der Spielbahn oder auf unserer Runde. Es gibt dann auch gewisse Side-Spins, die man ja, ich sag mal, nicht so gerne hat. Das wäre der Hook und der Slice. Und dann gibt es auch noch Pull und Push. Das sind dann Schläge, die gleich praktisch zur Seite weggehen, die wir eigentlich in der Regel gar nicht haben wollen. Gibt aber auch hier die eine oder andere Ausnahme. So, was ist der Draw? Der Draw ist der klassische Schlag und deswegen stehe ich jetzt auch hier am Abschlag, denn hier kann ich euch ein bisschen visualisieren, wie die Flugkurve zu generieren ist. Also, wir haben hier jetzt auf unserer blauen Linie im Prinzip die Flugbahn. Und wenn wir jetzt hier anfangen, einen Draw spielen zu wollen, wird ja uns auch auf der rechten Seite angezeigt, dann ist eigentlich die Idee, und man sieht es auch ein bisschen, wie er tippelt, dass wir uns zwar jetzt mit den Füßen oder mit der Ausrichtung jetzt nach rechts bewegen, wir lassen aber die Schlagfläche auf der ursprünglichen Schlaglinie. Dadurch erreichen wir es dann auch anschließend, indem wir mit der Schwungbahn von innen kommen, einen Draw zu spielen. Ist natürlich jetzt in den Game-Style-Modis Arcade und Pro nicht so relevant, weil ihr seht auch, dass sich in dem in der Shot-Anzeige diese weiße Linie nicht bewegt hat. Also, wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe, dann bewegt sich hier diese weiße Linie rechts unten nicht. Wenn ihr in den Modis Tour bzw. Simulation, dann bewegt sich diese Linie und diese Linie ist dann auch die Schwunglinie. Das heißt, da müsst ihr dann auch mit dem Stick entsprechend die Linie einhalten, weil sonst könnt ihr den Schlag nicht durchführen. Aber kommen wir nochmal zurück. Also, der Draw ist der klassische Schlag, mit dem wir versuchen, den Ball rechts starten zu lassen von der eigentlichen Spiellinie, und er soll dann eine Linkskurve machen, um wieder auf die Spiellinie zu kommen. Und der Fade ist das Gegenstück. Das heißt, wir lassen den Ball nach links starten und versuchen ihn dann eben mit einer Rechtskurve wieder auf die Spiellinie zu bekommen. So, ein typischer, ich sag mal, bei Anfängern oder bei Neugolfern immer zu sehender Schlag ist eigentlich der Slice. Der Slice ist der Schlag, der gerade startet und uns nach rechts abhaut. Und demgegenüber steht der Hook. Hier geht der Ball gerade, startet gerade und geht dann nach links. Das sind Schläge, die man eigentlich vermeiden möchte, aber ab und zu können die auch sehr hilfreich sein, je nachdem wie zum Beispiel die Spielsituation ist. Wenn wir dann eben nicht die Rechtskurve spielen, sondern im Prinzip gleich den Ball hooken oder slicen wollen um eine Kurve herum.
Woran liegt das? Naja, den Slice spielt man halt eben, weil man in der Regel von der Schwungebene von außen an den Ball kommt. Ja, und beim Hook ist es eher so, dass man mehr oder weniger im Treffmoment die Schlagfläche schließt und dadurch fliegt er im Prinzip gleich nach links. So, jetzt wisst ihr, was eigentlich die wichtigen Schläge sind. Der Draw und der Fade, das sind zwei Schläge, mit denen wir hier auf der Runde arbeiten wollen und die man natürlich auch üben muss, denn die werden uns natürlich helfen, in unserem Spiel entsprechende Situationen zu verbessern. Ja, warum spielen wir denn jetzt solche Shapes? Das hat eigentlich vier Gründe: Länge, Wetter, Hindernisse, Spielbahn. Ja, es klingt komisch, ist aber so, der Draw ist der längere Schlag. Also wenn ihr länger schlagen wollt, dann nehmt ihr den Draw. Hat den Grund, der Draw, der schraubt sich nicht so sehr nach oben. Deswegen, der Draw ist der längere Schlag und sollte länger sein als eigentlich der gerade Schlag. Der Fade wiederum sollte kürzer sein als der gerade Schlag. Das wird sich jetzt nicht allzu viel bemerkbar machen, aber wie gesagt, man versucht in der Regel einen Draw zu schlagen, weil der, zumindest vom Drive, uns ein bisschen Länge bringt. Interessanter ist natürlich jetzt das Thema Wetter. Hier der Wind. Mit dem Draw oder mit dem Fade können wir natürlich versuchen, in den Wind zu spielen, um zum Beispiel den Ball dadurch gerade fliegen zu lassen. Man kann natürlich alternativ auch den Ball eben entsprechend weiter links oder rechts starten lassen, aber hier in dem Fall haben wir zum Beispiel Wind von links und jetzt könnte man natürlich versuchen, den Ball entweder von der Zielrichtung weiter links zu starten und der Wind würde uns den Ball etwas rechts rübertreiben oder wir versuchen halt einfach mit dem Draw im Prinzip den Ball in den Wind reinzudrücken. Ne, würden wir den Fade spielen, dann würde uns der Wind praktisch den Ball noch rüberdrücken nach rechts. Also hier ist es mit Sicherheit interessant mit dem Wetter oder ist wetterabhängig, ob wir hier eine entsprechende Flugkurve spielen wollen. Der gerade Schlag würde uns eben vom Wind abgetrieben. In diesem Fall hier mit dem Wind von links würden wir dann höchstwahrscheinlich den Ball etwas weiter rechts zu finden bekommen. Der nächste Punkt ist natürlich das Thema Hindernisse. Wenn wir auf der Spielbahn um einen Baum herum spielen müssen oder dort auch irgendwie ein Strommast oder irgendwas steht, auch da bietet sich oder ist eigentlich die logische Konsequenz, wenn wir nicht den geraden Weg nicht spielen können, dann müssen wir halt einfach eine Kurve spielen oder versuchen, die Kurve zu spielen und dann schauen wir einfach, ob es dann mit dem Draw oder mit dem Fade funktioniert. Ich denke, das ist relativ selbsterklärend. Der nächste Punkt ist natürlich jetzt ein Punkt, wo ich sage, da muss man jetzt eben sich Gedanken machen, wenn man mit der Spielbahn spielt. Hier haben wir den Fall zum Beispiel, dass die Spielbahn nach links geht. Deswegen bietet sich hier der Draw an, damit wir eben den Ball in die Spielbahn reinfliegen lassen und er eben nicht Richtung Bunker fliegt, sondern eben dann an der Spielbahn entlang. Das zeige ich euch mal, denn wie gesagt, würden wir gerade schlagen, dann würden wir Gefahr laufen, dass uns der Ball gerade in den Bunker fliegt. So, wir versuchen also jetzt mit dem Draw den Ball eher links rein zu spielen. Mal schauen, ob mir das gelingt. So, der Ball wird natürlich dann auch ein bisschen nach links springen, aber ja, hat nicht ganz gereicht. Wir hätten also noch ein bisschen weiter links anhalten sollen. So, das versuchen wir gleich nochmal. Wir nehmen den Draw, halten ein bisschen links an. Ja, nicht ganz so viel. So. Und dann versuchen wir das nochmal mit einem richtig schönen, fetten Draw. So, und der Ball rollt dann eben links runter. Also hier ist eben entscheidend, hier versucht man natürlich eben der Spielbahn zu folgen. Und es geht natürlich nicht nur um die Spielbahn, sondern es geht hier auch, mal schauen, ob wir es hier sehen können, natürlich auch ein bisschen ums Grün. Also ihr seht es jetzt zum Beispiel,
Da hinten das Grün, das ist von links nach rechts. Wenn wir natürlich gerade Grüns haben und wenn wir Grüns haben, die quer liegen, dann spielt natürlich die Kurve nicht so eine Rolle. In so einem Fall wie hier, wenn zum Beispiel die Grüns so im 45-Grad-Winkel laufen, dann würde sich jetzt hier als nächster Schlag eben der Fade anbieten, damit wir eben dann den Ball von links über links rechts rein ins Grün schlagen, damit er dann eben das Grün entlanglaufen kann. Genauso natürlich umgekehrt würde das Grün jetzt nach links gehen, 45 Grad, dann würden wir versuchen, mit dem Draw den Ball ins Grün zu spielen, damit er einfach auf dem Grün entlanglaufen kann und nicht Gefahr läuft, hinten rauszulaufen. So hat er dann praktisch mehr Grün für den Roll. Ist natürlich auch abhängig von der Fahnenposition, ganz klar. Steckt die Fahne vorne, dann ist es natürlich nicht so relevant. Steckt die Fahne hinten rechts, so wie jetzt, glaube ich, ich das hier auf diesem Bild sehen kann, dann würde sich definitiv eben als Schlag der Fade anbieten. So, das also hier wieder mal ein bisschen Zuschauerfragen Wissen to go. Ich hoffe, das konnte euch ein bisschen auch wieder Licht ins Dunkle bringen, warum wir Bälle versuchen zu shapen und uns das hoffentlich dann auf der Runde hilft, besser und näher an die Spielbahnen heranzukommen, an die Fahne heranzukommen und uns natürlich dann noch häufiger Birdies zu erarbeiten. Schreibt es mir doch einfach in die Kommentare, ob euch das Ganze ein bisschen geholfen hat, ob ihr dadurch eben jetzt auch ein bisschen Einblick bekommen habt, warum man nicht immer nur gerade Schläge macht, sondern eben auch versucht, bewusst eine Kurve zu spielen. Ob euch das geholfen hat. Und wenn ihr noch Fragen habt, gerne, schreibt es mir in die Kommentare. Ich sage jedenfalls recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Freue mich, dass ihr so engagiert mit dabei seid und wünsche euch wie immer ein schönes Spiel. Bis zum nächsten Mal.